Striker-Bauch im Angebot, Freunde. Wie saftig wie noch nie. Dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wie das Gefährt gemacht wird, ja, Faustfreunde. Ein Tag zuvor. Wir nehmen diesen Schweinebauch, Freunde, ja, ganz genau. Legen den hier hin, klopfen drauf rum und holen uns ein Messerchen dazu. Ritzen den so ein bisschen ein, aber nur leicht einritzen, nicht durchschneiden, nur ein bisschen ritzen. Damit das Sälzchen dann auch ein bisschen besser einziehen kann, ne? Einmal nur leicht einritzen, da muss nicht geschnitten werden, wie immer, ne? So, hier ritzen wir auch so ein bisschen rein, ne? Aber nicht durchschneiden, nur so ein bisschen mehr Geschmack dran reinziehen kann. So ein paar Kreuze hier, ihr seht's. So, zack. Würzen Mexico Spice, boah. So, da reiben wir richtig schön rein. Ganz genau, dann zieht der Geschmack rein. So, schön hier in die Lücken rein, ne? So, jetzt drehen wir es um. Und dann wird gesalzen. Ordentlich Salz auf die Schwarte. Das wischen wir später weg am nächsten Tag. Aber das lassen wir jetzt erstmal so über Nacht da drin lunsen, würde ich sagen. Ja, da fehlt noch eine kleine Ecke. So, viel Spaß Bauch im Kühlschrank. Yeah. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, der Striker ist wieder verfügbar im Shop. Endlich. Hier ist ein kleines Zusatzgerät vom Sens hier. Hat er mir zugeschickt. Teste ich mal. Prototyp hier. Und dann kommt das Gefährt da oben rein. Asado time. So. Kann man dann drehen, wenden, wie man möchte. Das Ding kann man auch noch in die Mitte packen. Ich habe es jetzt mal außen. Ich teste es einfach mal hier. Und unten wird es fixiert mit einer Schraube. Und ja, hier kann man dann hier, ne, losmachen. Abmachen. Wenden, was auch immer man vorhat. Und man kann hier natürlich das Ding verstellen. Ne? Da kommt gleich das Schwein dran, Freunde. Und jetzt zünden wir erstmal den Striker. Spalto-Time. Ja, erstmal ein bisschen Kleinholz machen, würde ich sagen. Ne? Oh, hier machen wir mal hier so ein paar Dinger da klein. Ne? Macht ja Spaß. Einfach nur draufhauen, nicht überlegen. Einfach nur lunsen. So, zack, zack, zack und boom. Da zerfetzt das Holz. Immer gleich vier Teile. Ist ja ganz praktisch. So, rein damit. Ja, unten drunter. Zünden wir mal an, das Gefährt hier. So, rein damit. Da schieben wir noch einen hinterher hier. So, du Lümmel. Oh, wie die Flames da aus dem Loch kommen. Schöne Zeitlupe für euch. Der Striker ist wieder da. Ja, ganz genau. So, jetzt kümmern wir uns um den Bauch hier. Das Salz abstreifen hier. Ist schon so festgepappt, ne? Zack, schiebt man es da so rein. Ich habe mir so ein Gitter hier noch geschnappt, was ich noch so rumfliegen hatte. Man kann das auch mit Edelstahldraht fixieren. Hier mal ein bisschen gucken, wie man das irgendwie am besten bastelt. Ja, so irgendwie. So, habe ich mir. Ist ja erstmal Prototyp hier, ne? Muss ich mal mit Edelstahldraht ausprobieren, das klappt dann natürlich besser, ne? So, oh, er ist schon an hier. Das Gefährt brennt. So, stecken wir mal rein, das Teil. So, Schwarte nach außen gleich hier. So, hier in die Löcher zudrehen. Dann kann er einfach nicht mehr verrutschen, ne? So. So reindrehen hier, ja. Oh, immer so, ne? Würde ich mal sagen. Hier ein bisschen niedriger hier. Bisschen mehr Hitze hier, das Viech. So, jetzt ist es over the flames, Freunde, ne? Ganz genau. So, jetzt kann man da hinten immer auf der Seite Feuer machen. Ja, strahlt es schön passend ab. Sternzeichen Striker, eisernes Schmuckstück, Topfschale voller Glück und das Grillen geht weiter. In El Paso, wo ich wohne, ist Lunsen eine Passion. Ich hol noch eine Portion Pork aus der Region. Region. Muss glühen und der Lappen muss rotieren, wenn wir den Striker zelebrieren, wenn wir repräsentieren. Yeah. Keiner protestiert, wenn der Duft um die Ecke kommt. Liegt der Spieß auf dem Teller, wird der Spieß weggelohnt. Grillkunst, oh yeah. Als Modern Art, egal was der Kritiker sagt, das Fleisch bleibt zart. Bacon in the flames. Für den Geschmack, Geilomat 3000, nimm den Humpen in die Hand und. Feuer an, lass es knistern ohne Gas. Der Striker lässt die Flammen lodern, Nero hätte Spaß. Mein Leben für den Schweinebauch, so muss das sein. Striker,
Doppelfaust, yeah. Nummer 1, Striker for life. Mm-hmm. Ballert's euch rein, die Grillzeit ist reif, halt die Tunke bereit. Johnny gegen alle, auf einen Streich, der Striker als Statement. Kein Vergleich, Striker for life. Ballert's euch rein, die Grillzeit ist reif, halt die Tunke bereit. Johnny gegen alle, auf einen Streich, der Striker als Statement. Kein Vergleich. Umdrehen und die Haut kross machen. Kross und lecker wie vom Bäcker. So, kann mir passend schieben hier. Guck mal, was passiert, ne? So, sieht doch schon mal fein aus. Wie ein großes Stück Bacon. Da legen wir ein bisschen Holz nach, ne? In der Zwischenzeit machen wir noch was anderes auf dem Grill, ne, Freunde? Nämlich ein bisschen Fungo. Ganz genau. So, die Lieblingszutat. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Es geht doch nichts über eine Ladung extra Bacon, Freunde. So, natürlich auf dem Striker, ganz genau. Das bringt Laune und gute Laune. Ist immer gut fürs Herz, würde ich sagen. Ja, der Kardiologe wird sich freuen, wenn er das Video sieht. Ne? Oh, aber sieht doch fein aus. So, hier. Kriegst du auch nochmal von den Flames geküsst hier, der Bauch. Also saftig ist er auf jeden Fall, würde ich sagen. Ach, wer will da nicht gerne reinbeißen? Ich hab's getan, Freunde. Köstlich. Man packt sich das Ganze einfach auf so ein Brötchen und guckt einfach mal, was passiert. Ja, oh, sieht doch fein aus. Die Seite geht auch noch ein bisschen hier, ne? So. Perfekt. Oh yeah. So, hier die Seiten. Die können auch noch mal hier, ne? Da kann man noch mal den Rest geben hier, ne? Schnell anknuspern hier, ne? Da ist ein bisschen Handarbeit gefragt hier. So, sieht doch gut aus hier. Oh yeah. Bauch um Mar 3000, ich leg's nochmal so drauf, zur Sicherheit. Ja, yeah. So sieht der Bauch gut aus. Ja, oh, yeah. So, runter damit, Baby. Eh? So, schneiden wir's an, das Ding. Ja, die Rückseite ist schön karamellisiert. Bisschen schwarz von dem Zucker, aber es macht nichts. Das ist nicht zu vermeiden. Aber wir gucken mal, ob er Saftovic des Glücks ist. So, groß ist es schon mal, ne? Will schon ein Messer nehmen. Oh, und nehmen wir mal die Rillen hier und säbeln durch hier, ne? So, gucken wir mal, wie das Ding von innen aussieht. Ob es durch ist. Ob wir es gelunzt gekriegt haben hier über die Flames. Ja, sieht gut aus. Perfekt. So, guck mal rein hier. Bauch um mal 3000, würde ich sagen hier. Ja, saftig ist es auf jeden Fall hier. So, wenn man drauf rumhaut, sieht man noch mehr. So, ich schneide mal hier das voll weg hier. Ah, jawohl, so sieht das fein aus. Schweinebauch ist immer gut. Schwartum mal 3000. Ganz genau. So, man schneidet sich ein paar dünne Scheibchen da ab. So, und dann kommen wir ab aufs Brötchen, Freunde. Oh, jawohl. So, hackt das nochmal ein bisschen zur Seite, wenn man möchte. Kannst auch so lappen lassen. Macht das jetzt hier so. Grillshow-Brötchen hier, gelasert, Freunde. Na, dann ein bisschen Ketchup drauf oder Barbecue-Sauce, was ihr möchtet. Krautsalat drauf. So. Ah. Dann nimmt man sich das Fleisch, ballert es oben drüber. Ja, genau, kann ruhig ein bisschen was nebenher fallen. Extra Bacon natürlich, ne? Oh, Sößchen in den Deckel. Man kann auch Senf nehmen, je nach Belieben. Und dann ballert man es drauf. Boys and Girls, ist das nicht ein nettes Sandwich, Freunde? Rezept in der Infobox hier. Ballert es euch rein. Der Striker hat mal wieder einen guten Dienst geleistet, würde ich sagen. Probieren wir das Gefährt mal. Es ist mal wieder Zeit, Freunde, das Geschöpf vom Striker zu zünden. Ganz genau. Wenn der Duft um die Häuser zieht, niemand rebelliert. Okay,
ab in den Hals mit diesem Burger der Spitzenklasse. Schweinebauch Omar 3000. Okay. Jetzt beiß ich rein und ihr seht, was passiert. Okay, er kommt. Mega saftig, ey. Der zündet richtig im Gesicht, ey. Freunde. Okay, ich passe nochmal rein. Ordentlicher Lümmel. Mega. Schweinebauch kombiniert mit Bacon. Einfach Hammer. Boah, das Ding ist mega, Freunde. Jungs, kommt ran hier. Da muss doch gegessen werden. Alleine bändige ich das Gefährt nicht, Freunde. Und ihr, abonniert den Channel, dranbleiben, lasst den Daumen nach oben brennen und wir sehen uns, Boys and Girls. Hier nochmal der Beweis, es ist saftig ohne Ende. Nicht, dass da wieder einer meckert, es wäre zu trocken gewesen. Boys and Girls, ballert euch rein, lasst den Daumen nach oben brennen, abonniert den Kanal für weitere geile Videos. Also, wir sehen uns. Ciao, Freunde.